Zlatan Ibrahimovic ist kein Fußballer wie jeder andere. Der Superstar von Los Angeles Galaxy treibt seine Gegenspieler regelmäßig an den Rande der Verzweiflung. Das jüngste Beispiel, der 2:1-Sieg gegen Real Salt Lake am 9. Spieltag der MLS. Ibrahimovic erzielte nicht nur den Siegtreffer in der 78. Minute, er brachte auch einen seiner Kontrahenten auf die Palme. Nedum Onuoha beschwerte sich nach dem Spiel über das inakzeptable Verhalten des Schweden. Bildergalerie internationaler Transfermarkt aktuell, Fußballtransfers international 82 Bilder. Er kam nach dem Spiel her, um sich zu entschuldigen, aber ab der 60. Minute sagte er, dass er es mir zeigen wird, dass er mich verletzen wird, sagte Onuoha in der Mixzone nach dem Spiel und schob nach: und der Typ ist das Gesicht der Liga, Zlatan, sonst wird es zu einfach. Ibrahimovic erklärte: ich fühle mich gerne lebendig. Mir gefällt es, wenn es zum Duell kommt. Weil manchmal, es ist nicht so, dass ich einschlafe, fühle ich mich nicht lebendig, wenn sie mich nicht aktivieren. Sie müssen mich aktivieren, sonst wird es zu einfach. Ich kenne mich, wenn ich wütend werde, fühle ich mich gut. Meistgelesene Artikel: Fußball, Bundesliga-Titel weg. Experte analysiert Favre Fußball, zweite Liga. Ehemalige HSV-Bosse über die Krise. Beckenbauer Enkel greift bei 96 an. Eishockey ABM 2 Top-Goalies nicht im WM-Kader. Fußball, Bundesliga. Kovac gab Vater Jovic Versprechen. Der 37-Jährige spielte die Geschehnisse der Partie herunter. Alles, was auf dem Feld passiere, bleibe auch auf dem Feld. Nach seinem späten Tor hatte er sich vor Onuoha aufgebaut und ihm ins Gesicht geschrien. Eine Entschuldigung wollte dieser nach Abpfiff nicht akzeptieren. Wenn jemand herkommt und sowas zu mir sagt, dann interessiert mich das nicht. Ich werde seine Entschuldigung nicht annehmen. Let's block it. Why?